Hallo bei ProKlimaTV. Manchmal regnet es ja nicht nur senkrecht von oben, sondern auch waagrecht. Deswegen müssen nicht nur Dächer geschützt werden, sondern auch Fassaden. Und wie das richtig geht, das weiß mein Kollege Michael Förster, Leiter der ProKlima Anwendungstechnik. Michael, kannst du mir sagen, welche Fassaden welche Außendichtungen brauchen? Generell sollte im Holzbau jede gedämmte Wand vor Witterungseinflüssen während der Bauphase geschützt werden. Das kann zum Beispiel mit geeigneten Holzfaserplatten oder Wandschalungsbahnen erfolgen. Gibt es hier denn auch Unterschiede bei den Bahnen? Ja, diese Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Das ist davon abhängig, ob meine Bahn von einer geschlossenen Fassade abgedeckt wird oder ob es geplant ist, eine Fassade mit Lücken anzuordnen. Im letzteren Fall müssen die Bahnen nämlich eine sehr hohe UV-Beständigkeit aufweisen. Des Weiteren unterscheiden sich die Bahnen nach dem Funktionsprinzip. Konventionelle Bahnen haben einen sogenannten mikroporösen Funktionsfilm, während moderne Bahnen einen monolithischen Funktionsfilm aufweisen. Monolithische Funktionsfilme haben große Vorteile bezüglich der Bauteilsicherheit. Das habe ich aber bereits in einer anderen Folge ausführlich beschrieben. Warum gibt es eigentlich so viele ProKlima-Außendichtungsbahnen? Kann man nicht eine für alle nehmen? Das ist eine gute Frage. Und die ist auch einfach zu beantworten, denn uns geht es darum, eine Bahn für den jeweiligen Einsatzzweck anzubieten. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir eine hoch-UV-beständige Bahn anbieten, die hinter Lückenschalung eingesetzt werden kann. Wenn ich aber eine geschlossene Fassade habe, dann brauche ich diese hohe UV-Beständigkeit überhaupt gar nicht. Dann reicht eine Bahn mit einer normalen UV-Beständigkeit aus. Vielen Dank, Michael. Wir haben also gelernt, dass Fassaden im Holzbau geschützt werden müssen und dass die Bahnen für den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt werden müssen. Habt ihr auch ein Projekt, das ihr gerade verwirklichen wollt oder habt Fragen dazu, dann kontaktiert unsere Technik-Hotline entweder per E-Mail technik@proklima.de oder per Telefon 06202 278245. Und natürlich gibt es auch viele spannende ProKlima-Seminare, bei denen ihr eine Menge lernen könnt.